Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 4. Jetzt wollte ich 76 sagen, aber ist es ja nicht. So, ich habe jetzt einmal kurz die Munition ausgetauscht und auch nochmal ein bisschen die Waffe. So, und jetzt gucken wir mal, was haben wir denn hier? Tesla Kanonenmontage. Feuert einen explosiven Tesla-Schuss ab, der Schaden über einen Effektbereich verteilt. Oder Tesla Bitten-Montage. Feuert einen Tesla-Effekt ab, der sich wie eine Kettenreaktion durch nahe Gegner schneidet. Müssen wir mal gucken. So, Lauf. Was können wir hier? Notdürftiger. Erhöht Präzision und Rückstoßdämpfung unterlegener Schaden. Erhöhter Schaden, erhöhte Präzision und Rückstoßdämpfung. Erhöhte Präzision und Rückstoßdämpfung. Vorsitzender Cheng wird scheitern. Und hier verbessertes, verstärktes Bietenobjekt. Außergewöhnlicher Schaden, unterliegende Präzision und Rückstoßdämpfung. Macht aber gut ein bisschen was an Schaden rein. Hauen wir erstmal den Schaden drauf. So, und Standardverschluss. Funkenstrecken. Tesla-Spule feuert Schaden durch kritische Treffer, verbesserte Präzision, verbesserter Tesla-Schaden durch verbesserte Reichweite, verbesserter Schaden, überlegener Schaden durch kritische Treffer, erhöhter Tesla-Schaden und erhöhte Reichweite, erhöhter Schaden, überlegener Schaden durch kritische Treffer, erhöhte Präzision und Schaden, erhöhter Tesla-Schaden und Reichweite. Demokratie. Überlegener Schaden. Kommunismus ist Tyrannei. Sehr experimentell. Ja gut, dann machen wir mal Dreifachschwinger Wellenoszillator. Und das hatten wir ja schon. Dann probieren wir mal den Tesla Beaten Montage aus. Wir können ja notfalls nochmal umbauen. Mal gucken. Und ich habe ja auch immer noch eine Zweitwaffe. Ja, das frage ich mich jetzt auch. Warum blitzt das jetzt gelb? So, ich habe natürlich auch die Power Armor wieder rehabilitiert. Heißt, ich habe mir fast die Beine weggesenkt. Zum Glück hält die X02 so viel aus. Oder wollen wir mal gucken? Ich habe jetzt nochmal ein bisschen zusätzlich Munition mitgenommen, was ich noch in der Kiste da hatte. War jetzt nicht allzu viel, aber... Es ist okay. Haben wir eine Lektion erteilt. Wenn Sie wiederkommen, machen wir das. So, aber wir könnten ja wenigstens noch die nächste Mission machen. Untersuche die Wälder östlich von Sanctuary. Ah, halt! Ich habe vergessen, mir neue Granaten mitzunehmen. Klassifiziert als Kriegsgebiet. Aktiviere Überwachungsprogramm. So, dann wollen wir mal gucken hier. Na, können wir eigentlich unter Waffen. Wie viel habe ich jetzt noch? Jetzt habe ich 3. Ja gut, nehme ich mir noch eine mit. Waffen, einsatzbereit. Da ich jetzt nicht weiß, wie weit wir jetzt gehen und ich habe hier immer noch die Weihnachtsdeko von vorletzten Jahr. Ja, ist ja sowieso Weihnachten, ne? Haben wir heute schon den 25. Deswegen passt das schon. Wir haben ja jetzt gedacht, da ich jetzt sowieso nicht in der Lage sein werde, Livestream zu machen, gibt's halt immer noch ein bisschen extra Fallout dazu. Und dann schauen wir mal. Ich muss auch mal gucken, wie viele Folgen wir jetzt hier prinzipiell mit zusammenkriegen. Aber ich würde die Waffe jetzt schon gerne mal mit dem Ding jetzt hier so austesten, weil wir in der Nähe von... Sanctuary sind, dann könnte ich sie auch dort wieder ummodifizieren, ja. Das heißt, wir gehen hier mal vorne in die Teststrecke rein, wo sie uns sowieso immer ärgern wollen. Jetzt bin ich mal gespannt, was das Ding macht. Geknattert wird hier hinten ja schon mal. Positionierung eingeleitet. Ort, das Commonwealth. So, dann machen wir mal. Geburtsort der Freiheit. Habe ich den überhaupt getroffen? Okay. Getroffen scheine ich ihn zu haben, aber nicht so richtig. Gut, machen wir mal hier.
Ja. Da fand ich das mit dem Blau doch ein bisschen besser. Aber komm, da vorne haben wir eine richtige Truppe Schläger. Ah, das springt richtig über. Von einem in den nächsten. Und nochmal. Aber muss schon treffen damit. Ansonsten klappt das wohl wahrscheinlich nicht so. Aber macht sehr wenig Schaden. Ist aber auch nicht wirklich das präziseste Werkzeug, finde ich. So. Gibt's jetzt hier mal ein paar Kopftreffer. So, und wer ballert jetzt hier immer noch? Gibt gleich den nächsten Schuss. So, du willst auch nochmal? Okay. So, wir können ja mal im... Oh, ich merke gerade. Ich habe die gar nicht favorisiert. Deswegen klappt das hier auch schon wieder nicht. So, die darauf und die da drauf. So, dann machen wir mal. So, und gegen den Stimpak hat er keine Chance. Na gut. So, dann machen wir hier auch nochmal. Zack. Die macht deutlich mehr Schaden. Also, wenn man es so nimmt, ne? Und wer ballert hier immer noch? Irgendjemand hat hier schon wieder so einen schönen Bug rumliegen. Red betrieben. Mhm. Und hier war auch noch eine handgefertigte Legendär. Was konnte die denn? Ach, die hatte Pirscher drauf. Na gut. Ah, wie gesagt, ist jetzt nicht so mein Fall. Wir rufen uns jetzt mal den Vertibird und gucken mal. Ja, vielleicht ist das Blaue vielleicht doch ein bisschen besser gewesen. Aber frisst auch ganz schön viel AP. Also wir sitzen ja hier schon auf den Maximumwerten. 3 Schuss kriege ich damit raus. Voll aufgesetzt. Ist ein bisschen wenig. Aber vielleicht könnten wir sie auch Rüsti anziehen, weil Rüsti hat ja auch noch die Power Armor, also die T60 Energiewaffenschaden erhöhen. Dann hätte er zwar keinen Gatling Laser mehr, aber... Na, mal gucken. Wir gehen jetzt erstmal die nächste Quest machen. Oder schon mal anfangen. Ich glaube, das sollte sogar die längere sein. Na, werden wir sehen. So, dann schauen wir mal, dass wir jetzt erstmal da runterkommen. Gehe ich... Ja, komm. Red Rocket. Einmal rüber. Dann können wir sie auch gleich einmal umbenutzen. Das kann sie gerne tun. So, dann flattern wir jetzt mal rüber. Auch wenn es jetzt eine Zeit lang dauert, aber so groß ist die Karte ja auch nicht. Ich finde, die Vertibird-Flüge könnten sie eigentlich auch in 76 einbauen. Das wäre mega cool. Hilft dabei, den Kontrollpunkt zu verteidigen. Ja, klappt nicht. Danke für die freien EP. Wie gesagt, ich will jetzt nicht unbedingt landen. Wir wollen ja auch durch. Aber mal gucken. Westlanders wartet ja nicht mehr lange auf uns. Mal sehen, was noch so Schönes dabei rumkommen wird. Aber ich denke mal, sowas würde ich schon feiern, wenn man dann sagen kann, okay, gut, man fliegt mit einem Vertibird von A nach B. Weil ich mag auch hier gerne mal gucken, was so im Commonwealth abgeht, indem man einfach nur durchfliegt. Mal über seine eigenen Siedlungen drüber guckt.
Auch wenn es extrem ressourcenfressend ist. Bei mir droppen die FPS meistens nur so runter. Aber okay, kann man halt nicht ändern, ne? Also schön ruhig hier. Keine Gegner, kein gar nichts. Dann wollen wir mal gucken. Was wir da hinten so Schönes haben. Oh, auf mich wird geschossen, oder? Von wo denn? Ah, andere Seite, da komme ich nicht ran. Na, wartet, bis ihr meine Bots unterwegs wieder seht. Dann kriegt ihr den Hintern versohlt. Oh, ich bin ausgetrocknet. Okay. Nächster Kontrollpunkt. Kann ich auch nicht helfen. Wir müssen weiter. Das ist auch eine schöne Siedlung. Grey Garden. Ja, ja. Einige Siedlungen muss ich mir hier, glaube ich, wieder mal zurückholen. Und ich hatte auch noch mal überlegt, offscreen den Bunker noch mal ein bisschen umzubauen. Für noch mal ein bisschen mehr Ausstellware und Co. Der nächste Kontrollpunkt. Wie viel sind sie denn hier schon wieder? Schlimm. Ach, das sind auch noch Runner. Na denn. Aber wir müssen trotzdem weiter. Ja, wie gesagt, an der Red Rocket muss ich mal gucken, ob ich das an der Red Rocket machen kann. Oder aber, ob ich das in Century machen kann, weil ich weiß nicht, ob ich da jetzt eine Waffenwerkbank hatte. Concord haben wir ja jetzt schon endlich erreicht. Da vorne sehe ich sie schon. Ja gut, wenn man sich ganz unten auf der Karte aufhält, ne, das ist, denke ich mal, normal. Da das so lange dauert, bis wir hier oben sind. So, einmal bitte landen. Landeanflug wird eingeleitet. Ach ja, die alten Anfänge. Ah, schöne Nostalgie. So, gucken wir mal. Als Landwirtschaft. Hallo, Voltec-Vertreter. Dich habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Ach, guck mal, wir haben hier eine Waffenbank. Sehr schön. So, muss ich einmal aus der Power-Rüstung raus. Weil sonst können wir nicht herstellen. Greife auf Kulturdatenbank. Ach ja, stimmt. Wir können ja hier, müssen wir ja noch anders verwerten. Neuenglands, Robert. So. Freiheit wächst aus Kühnheit. Dann nehme ich hier wieder die Tesla-Kanone und dann müsste sie wieder Bums machen. Mal gucken. Mal gucken. So. Achso, jetzt wollte ich dich einsammeln mit Leertaste. Ich spiele echt zu viel 76, ne? Ist echt schlimm mit mir. Jetzt wollte ich die einsammeln und loslaufen. Oh Mann. Aber hier ist es klüger. Hier so rumzulaufen. Abernethy Farm. Ach, die sind noch. Die sind sogar noch für Dings drin. Oh, 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 oh. Na gut. Hoppala, jetzt wollte ich schon wieder mit der Maus durchscrollen. So, einmal nachladen und dann wollen wir mal gucken, dass wir jetzt hier mal ein paar Gegner finden, die wir damit grillen konnten. Aber der Skorpion, der war ja instant gegrillt. Da war sie ja noch nicht mal modifiziert. Wie Schaden macht das Ding jetzt eigentlich? 326 mit unseren derzeitigen fast allen Perks. Oh. Da habe ich mich selbst sogar angesteckt. Auch nicht schlecht. Zum Glück kann Cotsworth mir keinen Schaden machen. Ist der Lohn für Heldenmut. Okay. Da haben wir einen Raider. Total daneben. Auch gut. So, jetzt dürfte ich dich doch viel besser treffen. Das hat ihn gleich weggesimmelt. Hallo Ärmchen. Ist auch nur ein kleiner.
Ne, okay. Ich denke mal, ich würde sie so belassen. So, aber hier muss es doch irgendwo sein. Ach, hier. Dann schauen wir mal, was haben wir denn hier? Einen wilden Mischling, noch ein Mischling, eine Schlammbohne. Commonwealth Reiseführer. Maya Janes Ehering. Kronkorken, 45er. Aha. Okay, lies die Einträge zum Commonwealth Reiseführer. Mhm. Dann gucken wir mal. Da haben wir ihn. Willkommen. Hey Freunde, hier spricht Lilly, die Entdeckerin, mit ein paar Tipps, wie ihr meinen praktischen Reiseführer für das Commonwealth benutzt. Geht dazu einfach zu einer Sehenswürdigkeit auf eurer Karte und sucht auf dem Band nach einem Ratschlag und Kommentar. Ihr könnt sogar über die Eingabeaufforderung mit mir reden. Hoffentlich werden wir beste Freunde. Zuletzt möchte ich diesen Reiseführer meiner Frau Mary E. Jane widmen, dass sie mir den Traum erfüllt, diesen Reiseführer zu machen. Bedeutet mir sehr viel. Ich danke dir und ich werde dich immer lieben. Okay. Notiz an Lilly. Tja, Lilly Bell, es hat mich 6 Monate meines Lebens, 4 Knochenbrüche, 1000 Narben und hammerkrasses Gewehr gekostet. Aber ich hab's tatsächlich geschafft. Ich habe den weiten Weg nach Sanctuary überstanden. Verdammt, ich kann das nicht. Ich hab noch gar nichts gesagt und schon kullern mir die Tränen runter. Ach, scheiß drauf. Ich weiß, du davon geträumt hast, den Reiseführer fertigzustellen. Wirklich fertigzustellen. Und nicht nur auf die Worte von Händlern zu vertrauen. Mann, ich wünschte so sehr, du könntest jetzt hier bei mir sein. Und nicht nur aus diesem Grund. Ich bin jetzt wieder auf dem Heimweg, aber ich weiß nicht, ob ich es bis zu dir zurückschaffe. Und nach dem ganzen Mist, den ich abgezogen habe, wer weiß, wo meine Seele enden wird. Aber vielleicht findet sie ja irgendwie einen Weg in diesen Ring hinein. Und wenn ein guter Samariter ihn dann zu dir zurückbringen würde, wäre ich ihm auf ewig dankbar. Okay. CR 7, was? 74L? Okay. Das Commonwealth ist ein gefährlicher Ort und es hilft, eine Waffe dabei zu haben, wenn man dort unterwegs ist. Darum gibt es jetzt ein paar Tipps zu meiner Partnerin Mary Jane, wie ihr eure CR-47L modifizieren könnt, um sicher zu gehen, dass euch auf euren Reisen nichts stößt. Lilly, also Mary Jane, erzähl uns von deinem neuen Gewehr. Was ist das Besondere daran? Mary Jane, gar nichts. Es pustet einen einfach die Birne weg. Lilly, aber warum sieht es denn so anders aus? Mary Jane, naja, ob du glaubst oder nicht, KL-E-0 hat mich auf die Idee gebracht. Er hatte mich immer gefragt, wie diese Aggressotrons schaffen, so verdammt schnell zu sein, und wollte eine Waffe bauen, die genauso leicht ist. Ich dachte immer, es wäre irgendein Voodoo-Metall, aber es sind in Wahrheit die Kolben im Inneren. Lilly, willst du damit sagen, dass es ist nicht das Äußere, sondern das Innere, was zählt? Mary Jane, so ungefähr. Mit der CR-74L wird das Gas aus der Kartusche zur Bolzenhalterung geleitet, was die Waffe kompakter macht. Lilly, klingt kompliziert. Viel zu kompliziert. Für jemanden wie mich. Mary Jane, ha, vielleicht nicht nur für dich, aber eigentlich ist die Waffe ziemlich leicht und zu bedienen. Es ist ein Hightech-Gewehr für ganz normale Siedler. Lilly, wenn du durchs Commonwealth reisen würdest und unseren praktischen Reiseführer dabei hättest, würdest du das CR-74L als treuen Begleiter empfehlen? Mary Jane, naja,
Mit deinen blöden Holoband könnte ich mich jedenfalls nicht verteidigen. Also, ja. Lilly, oh, du bist so süß, wenn du gemein bist. Jedenfalls, wenn ihr diesen Reiseführer benutzt, kennt Mary Jane eine Reihe von Orten im Commonwealth, wo ihr die Waffe modifizieren könnt. Gute Jagd. Okay. Oh, ho, ho. CR-74L Modifizierungsanleitung. Okay. Mündungsschalldämpfer. Ich traf mal eine Waffenhändlerin, die konnte einfach nicht ihren Mund halten. Lilly hielt sie für exzentrisch. Ich nur für verdammt nervtötend. Aber ihre große Klappe brachte mich auf die Idee für eine Mündungsschalldämpfer. Wie alle Kampfgewehre ist das CR-74L arschlaut. Ein Schuss verrät den gesamten Commonwealth deine Position. Mündungsknall wird von hohen Temperaturen und heißem Gas hervorgerufen. Meine Idee war also, ähnlich wie die Autos früher, ein Kühlsystem zu verwenden. Beim Red Rocket konnte ich einen Bauplan herumliegen, der das Prinzip verdeutlichen sollte. Okay. Reflex-Zielfernrohr. Ein Typ namens Artis war der beste Zielfernrohrbastler, den ich je getroffen habe. Genial, aber total plemplem. Zuletzt hat er an den Waffen einer Raider-Gang im Lexington geschraubt. Ich hatte ihn gebeten, an was zu arbeiten, das man für den CR-74L gebrauchen kann. Der Kerl kann sich nicht erinnern, was er zum Frühstück hatte, aber vielleicht ja daran. Okay, leichter Kolben und Griff. Für das CR-74L hatte ich mir einen anpassenden Griff überlegt, aber das Design des Kolbens könnte zum Abrutschen führen. Mo Corrin hat mir einen Trick gezeigt, wie sich das umgehen lässt, und dabei kommt ein Verkaufsautomat bei Duncan Inn ins Spiel. Der hat was im Angebot, das heißt Kiefernteer. Der verwendete früher Baseballspieler für einen besseren Griff. Das Zeug klebt an deinen Händen wie Dreck an einer Maulwurfsratte. Der einzigste Haken, du brauchst Vorkriegsgeld dafür. Mo hat allerdings keine Probleme. Ich glaube, wenn du die entsprechende Uniform trägst, dann haut die Maschine das Zeug kotzenlos raus. Okay. Geriffelte Läufe. Lilly fragt mich manchmal, warum die geriffelter Lauf so was besonders sei. Geriffelte Läufe verfügen über Rillen an den Außenseiten, die für eine bessere Entlüftung sorgen, und dadurch zieht die Waffe nicht nach oben, was sonst ja auch das Zielen versaut. Dumm nur, dass der Lauf des Kompositionsmaterials gefertigt ist. Man kann die Rillen also nicht einfach so reinschnitzen. Daisy in Good Neighbor verkauft einen Bohrratgeber, in dem ein paar Tipps stehen sollten. Oha, wir kommen hier wirklich durch die ganze Welt. Hochwertige Verschlüsse. Ich habe eine Idee, wie sich der Verschluss des CR-74L verbessern ließe und einen groben Plan davon angefertigt. Hab ihn mein Mechanikerkumpel gezeigt, der ihm Diner in Quincy arbeitet. Und er hat ihn in ein Safe hinter dem Tresen gelegt. Der Safe-Schlüssel liegt in der Kasse. Du musst das Schloss also nicht knacken. Könnte trotzdem hart werden, da ranzukommen. Vor einer Weile wurde der ganze Ort von Gunnern überrannt. Aber wenn du an den Plan kommst, dann lohnt sich das bestimmt. Okay. Nicht schlecht. Mal gucken. So, Reiseführer Orte. Abernethy Farm, Flughafen Boston. Holy shit, das sind ja sämtliche Quincy, Lexington, Herbs Comics, Good Neighbor, Höhle der Erinnerung, Good Neighbor. Okay, Stadtbibliothek Boston, Boston kommen, Flughafen. Haben wir auch Sanctuary mit bei oder so? Ja, doch.
Der Dive, auch nicht schlecht. Okay. Gut. Da werden wir wohl wahrscheinlich viel sitzen. Und Kampfbereit haben wir dann auch noch. Das gehört auch noch dazu. Huiuiui. Hebe die Schrotflinte auf. Verwende den Reiseführer, um den Heimweg des Paaren zurück. Teste den Reiseführer in Century. Ah. Okay, Blutbefleck. CR-74L. Verdammt nochmal ja. Verdammt nochmal ja. 45er verbraucht die. Okay, verursacht mehr Schaden, je niedriger deine Gesundheit ist. 75% schnellere Bewegung beim Zielen. Okay, werde ich jetzt hoffentlich nicht so häufig brauchen, aber ich frage mich, warum das eine Schrotflinte ist, wenn es eigentlich ein Kampfgewehr ist. Aber na gut. So, dann gucken wir mal. Ja, sieht doch ganz knorke bis jetzt aus. Wir können ja mal kurz nach Sanctuary gehen. Oder, na, Red Rocket, denke ich mal, wäre besser. Weil wir sind ja jetzt hier schon ein wenig am Ende der Folge. Das heißt, ich werde jetzt hier mal vorne zur Red Rocket gehen. Wo auch nochmal scheinbar was sein soll. Was sollen wir denn hier machen? Zumal wo? Da liegt irgendwas. Hoppala. Kurzer Laderuckler. Kühlmittelpläne. Ah. Okay. Dann gucken wir mal, was das Ding noch für Modifikationen bis jetzt kann. Aber scheinbar müssen wir das Ganze mal zusammensuchen. Was auch mal was Cooles ist. Bereit zur Verteidigung des Lebens, der Freiheit und des Strebens nach Glück. 5,56 Standard. Wir hätten sonst noch einen schweren Verschluss. Den können wir ja schon mal drauf machen. Geschlossener, verlängerter Lauf. Ja. Erhöhter Schaden, außergewöhnliche Reichweite und Präzision durch das Visier. Erhöhte Rückstoßdämpfe. Mangelhafte Präzision aus der Hüfte. Okay. Ein rot-chinesischer Sieg. So, und vollständiger Kolben können wir auch lassen. Dann könnten wir natürlich ein Trommelmagazin mit drauf schmeißen. Leuchtvisier, kurz. Zielfernrohr oder Langreichweiten-Zielfernrohr. Ich nehme erstmal das kurz. Mit dem kurz komme ich immer am besten klar. Und greife Kommunisten an. Wir können sogar einen Schalldämpfer drauf packen. Okay. Packen wir einen Schalldämpfer drauf. Und Material, wir können es sogar lackieren. Dass sogar daran gedacht worden ist. Nicht schlecht. Dann machen wir dich mal. Komm, was nehmen wir denn für eine schöne Lackierung? Ich habe ja hier so ein paar. So eine schöne Schwarz-Chrom-Lackierung. Das sieht doch richtig schön edel aus. So. Da wir die aber sowieso noch ein bisschen weiter pushen müssen, müssen wir mal gucken. Oh, ich habe hier noch eine Schrotflinte, die kann noch mal weg. So, mal gucken. Die werde ich auf jeden Fall noch mal mit beibehalten. Wird zwar hier jetzt langsam ein paar zu viele Waffen, aber müssen wir mal gucken. Gut, dann werde ich jetzt nach Sanctuary gehen und dort auch mal noch eine Runde schlafen, mich soweit fertig machen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge in Sanctuary wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.